он замер Мойхл. Саша, ты получил сейчас уже? Он сейчас сделает, что можно. Йо. Да, уже можно ран. Посмотри, потому что люди идут. Ich sag, es wird sein, wir wissen noch nicht in Tel Aviv, sie haben noch nicht beschlossen, sie Zoom, sie physisch, sie beide, sie haben es noch nicht beschlossen. Ah. Я уже слышу это. А видишь, вот это, одень, пожалуйста, наушники, потому что идет эхо. Я слышу эхо. Саша, эхо идет. Одень наушники, оно будет идти все равно. А... Oh, es ist schön da an Eulen. Ja, es ist schön, nee, das ist sehr schön. Ich habe Akorov, der sitzt mit mir. Er schafft Echo, er darf bringen ein Mikrofon, weil das ist schon rekordiert. Wir dürfen sein. Ja, entgegen dem, Menschen haben mich gefragt, danke, sie es wird sein. Eine Rekordierung? Ja, man rekordiert es schon. Es ist 100% ja, aber sie wollen dürfen sich mutschen erst etliche Minuten mit unserer Plapperei. So, öfter seien das die interessante Säule. So. No, Tel Aviv-Programm ist eine größere Sache für die jüdische Welt. Und ob es wird sein, dass Ponem al Ponem. Ja, aber ich bin nicht so sicher. Das heißt, es wird sein öfter etwas eine hybridische Sache von beiden Möglichkeiten. Minas, die Mehrheit von den Unternehmungen, die wollen vorkommen, beschassen Sommer und ohne Herbst, wollen sein Hybriden. Ja. Was ist euch? Es hat eine Sache Meiles, weil eine Sache mehr Menschen können sich unternehmen. Ja, das ist MS, aber für die Lehrer wird es sein, ein bisschen mehr kompliziert. Das ist ein Ausruf, ja. Ja, du darfst sein, ich mit deinem Computer, ich in Klasse. Ja, ich weiß nicht, mir, ob das ist manchmal parallel und synchron ist. Das ist gut, ich habe lieber solche Ausrufe. Ja. Du willst öfter stehen auf meinen Ort, Adra. Sag mir, ich kann da nicht sehen, die Menschen, MS, das ist also eingestellt. Noch also ist eingestellt, ja, ja. Ich sehe sie auch nicht. Sie sehen alle. Ja. Und das ist ja, also ist ein Webinar, ja. MS. Ein Webinar, ja. Was, weil, öfter wollte Jogi, wenn gut zum Sof sehen, dem Eulen. Borg, sie haben mir also eine Möglichkeit. Ich meine, es ist da also eine Möglichkeit. Du hörst mich, Borg? Sie kennen zum Sof Sendem Eulam? Geben Sie mir. Zen, nein. Ich meine, es ist Jodo. Kennst du Fragen Freuken ausforschen, Bischas Meisse oder Fragen Jorge? Weil das wohl gewinnt Wunderlach, aber ob nicht, ist. Ich meine es nicht mit Webinar, aber ich habe Fragen. Ist Miriam, lass mir geben noch ein paar Minuten. Ist teure Freund, herzlichen Dank für den Kommen. Du siehst schon, es ist 75, mit uns 30, es gemacht 80, es ist sehr bakovidig schön. Und, aber ich danke allen für den Kommen. Wir haben ihn in ein paar Minuten. Wir wollen, dass die Menschen sollen nicht verlieren dem Vordern. Von der Rede, von der Präsentation. Aber ich meine, als ich kann Taka Jo anheben. Teure Versammelte, Dank für den Kommen zu unserer Treffung. Es ist gore treuriger und bedeutendiger Talk für der ganzen Menschheit Bichlal, und für ein Volk Israel befragt. Wir merken ob die tragische Date von Umbringen 6 Millionen Jiden beschossen wurden. Und ich meine, es ist sehr passig und bekowedig zu halten unsere Versammlung Davke auf Jiddisch in heiligen Sichoren von Unschuldigen umgekommenen, was die Mehrheit von sie haben gerät Jiddisch. Es ist mein größer Covid,
euch vorzustellen. Heute die Mehrheit von euch kennen sie schon sehr gut. Und deswegen bin ich sehr stolz, euch vorzustellen, unser Gastredner Heint, Dr. Miriam Trin. Es ist ein sehr interessanter Zufall. Heint hat die Zeitung Birabidjaner Stern, die einzige weltliche Zeitung, wo es geht noch als in papierener Form, herausgegeben ein Interview mit Miriam Trinen, was ich schicke euch jetzt in Schmueskästel. Ob ihr wollt akukton, lehnen, aderabe. Miriam ist geboren geworden in Polen, in Kruke, Polen, und aufgewachsen in Deutschland. Sie hat Eule gewählt in Israel, noch in Endigen die Mittelschule und sich gelernt in Jerusalemer Universität Philosophie und Jiddisch. Sie hat bekommen ein Magisterdiplom in Pariser Sorbonne und ein Doktorat auf der Thema von vielsprachiger Poesie in Ghettos und Lagern bei der Hebräischen Universität in Jerusalem. Miriam lernt Jiddisch und jiddische Literatur seit 1999 in verschiedenen Ämtern und Programmen über der Welt, von Vilna bis New York bis Jerusalem. Sie hat auch gemacht ihr Postdoktorat in Johns Hopkins Universität. Mit 2 Jahren zurück hat sie gegründet mit ihrem Mann Eliezer Niborski eine unabhängige Organisation Jiddisch Ort. Kurz Jor, wo man führt alle Aktivitäten auf Jiddisch. Miriam vernimmt sich mit literarischen Übersetzungen von Hebräisch, Deutsch und Polnisch. Sie ist letztens geworden die Chefredakteurin von einem literarischen Journal auf dem Schwell. Mazel Tov, Miriam und Mazel Tov mit dem ersten Nummer. Nach der Präsentation wird man kennen fragen etliche Fragen, liegabe der Themen. Miriam wird euch schicken euch ihr Blitzpostadresse und Tomer wird ihr oben noch Fragen, könnt ihr schreiben. Es ist stärker mein Emisser vergnügen zu geben ein Wort, Miriam Trin. Großen Dank, Kolje. Ein großen Dank euch, was ihr seid sich zu neu gekommen. Heint in einem gar besonderen Tag über der Welt. Und es ist euch mir bei MS ein großer Covid zu kennen, Heint sein zusammen mit euch und euch zu machen verschutfim in Scheiches mit einem von die symbolisch gerät 6 Millionen Umgekommene in dem Roben. Ich glaube bei MS in dem als es ist gedei dort, wo wir kennen, Dämonen, dem einzelnen Mensch im Tage zu Dämonen. Und ich habe gerade dem größten Schuss, sich ein bisschen nennter und genauer zu bekennen, mit dem dosigen Menschen, was ich will euch heute vorstellen. Und öfter wird er nicht sein, kein neuer Nomen für euch, Salmen Gradowski. Und was genau mein persönlich Scheiches ist, zu seinem Xovim, will ich euch erzählen ein bisschen. Später, auf jeden Fall, wird sein mein Kavone Heint euch ein bisschen zu bekennen mit ihm und mit dem, was er hat übergelassen für uns, wie eine wichtige Jerusche. Und es ist mir bei ihm sehr ein besonderer Covid, also sozusagen zu lassen, aufklingen sein Stimme ein bisschen Heint in Ofen. Ein großen Dank versteht sich dem Arbeiterring Kolian Berosch vor dem Initiativ zu organisieren, dem dosigen Abend oder nicht Abend, wie bei Wemmen. Und ja, es ist eine gute Gelegenheit zu Dämonen und sich zu Dämonen in einem. Ich will der öffnenden Abend Tage mit Salmen Gradowskis Werther Gufe und dennoch ein bisschen erzählen wegen sein Leben. Und dennoch euch bekennen ein bisschen nenter mit seinem Geurel in dem letzten Stapel von seinem Leben, was ist gewähnt, Tacke, wie ein Mitglied von der Sonderkommande in Auschwitz. Und der Iker euch mit dem, was er dort bewiesen,
Ion zu schreiben, Iber zu losen für uns. In seine Xovim, was er hat behalten in verschiedene Sticker und verschiedene Plätze auf dem Schettach von dem Auschwitzer Lager, ist ihm gewesen sehr wichtig zu dokumentieren und zu dokumentieren Tage von die jüdischen Augen, von dem jüdischen Kuckwinkel. Und einem von seinen Manuskripten, was wir haben, solche gewesen, Tage abzugefinden, hebt er an mit die weiteren dicke Wörter und ich will sie euch vorlehnen, die von euch, was willen können, mitlehnen. Zu lieb dem habe ich da herausgelegt, den Text euch auf eure Ekranen. Ich will lehnen das, was ist abgefärbt auf Gel. Komm her zu mir, du glücklicher Bürger von der Welt, was lebt in jenem Land, wo es existiert noch Glück, Freit und Vergnügen. Und ich will dir erzählen, wie also die moderne gemeine Verbrechers haben Erfolg sein Glück in ein Unglück verwandelt, sein Freit in ein ewigen Treuer vertäuscht, sein Vergnügen auf ewig zerstört. Komm her zu mir, du freier Bürger von der Welt, was sein Leben ist durch menschliche Moral gesichert und seine Existenz durch ein Gesetz garantiert. Und ich will dir erzählen, wie also die modernen Verbrecher und gemeine Banditen haben die Moral von Leben zertrotten und die Gesetze von Existenz vernichtet. Mit die dosige Wörter Eupasoi hebt Gardowski an eine von seinen Eidenschaften. Und ich will euch jetzt ein bisschen erzählen, wer der Mensch ist gewesen. Ihr habt auf der Verbetung, was ihr habt erhalten von dem Arbeiterin gesehen, seine Fotografie, will ich sie jetzt nicht noch einmal projizieren. Ich will euch erzählen in allgemeinen Strichen ein bisschen mit Apor Protim wegen sein Leben. Salmen Gradowski ist geboren geworden, das ist nicht im Ganzen klar und dokumentiert, aber seit aus zwischen 1908 und 1910 in Suwalk, was ist gewesen eine nicht zu große Stadt auf der Grenze zwischen Polen, dem unabhängigen Polen von nach der ersten Weltmechome und Litte. Er ist aufgewachsen in einer frommen Stube, wie alle von sein Dorf, kann man sagen, und hat durchgemacht eine traditionelle Erziehung. Er ist gewesen in Cheder und sich gelernt euch eine kurze Zeit in der Yeshive. Er ist gewesen Efscher Leheper zu Asach von sein Dorf, ein Mensch, was ist geblieben, bis so von seinem Leben, ein frommer Jid. Das ist ihm gewesen sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig ist er gewesen euch schon in der frühen jugendlichen Alter politisch aktiv, was das ist euch ganz typisch für sein Dorf. Er hat sich der nentert wie ein Zionist der Beitar-Bewegung. Er ist geworden ein Revisionist. Und in sein Heimstädtel zu Walk hat er gegründet mit einem von seinen Brüdern eine Organisation für fromme Bachurim, die sie zu stärken in ihr Glauben. Sie sollen bleiben moderne Juden von einer Seite, aber euch sich weiterhalten beim jüdischen Derech. Er allein, wie gesagt, ist gewesen bei MSA frommer Jid und kennt schon Zweikes. Er hat gehalten, als das ist der Derech. Und die dosige Organisation, die er hat allein gegründet mit dem Bruder, hat geheißen Tiferes Bachurim. Später haben sie sich verbunden mit der lokalen Organisation von den Chovevetzien. Aber das kann euch schon geben, ein bisschen eine Vorstellung von seinen ideologischen Tendenzen. Er hat in die anhieb 30er Jahren Chassene gehabt, mit Afroi, was hat geheißen Sonja Sore, Sorte Jabko.
Und sie hat gestammt von einem anderen Städtel, Take in dem Trum von Litte, was hat geheißen Luna. Wenn es ist ausgebrochen, die Zweite Weltmilchome, hat sich in der Emerson seinen Gradowski zusammen mit seinem Weib gefunden in Suwalk, was ist gewesen, Eupa Soi auf dem Schettach von Polen. Und wie Assach jeden Onheb der Milchome, hat er beschlossen, zu entläufen in die Misrechtike Stochim, in Rattenverband. Und es hat sich zugespielt, der Fakt, dass dem Weizmischproche ist Tage gewesen in Luna, was ist gewesen in die Misrechtike Stochim. Ist seinen See also herum entlaufen, kein Luna und sich dort besetzt und gekennt führen eine ganz sichere Existenz dem Weibs. Tate Mame seinen dort gewöhnt, sie haben vermogt einen kleinen Kleitel und er hat dort angehäuben arbeiten in der Dosiker Chrom. Ich will euch vorlesen eine kurze, mamisch kurze Beschreibung von seinem physisch Äußern, was ist gedruckt geworden nach der Michomeschein von seinem amoligen Schwager, was er hat Hassen gehabt mit Sonja Sore. Zwoto Jabkos Schwester. Und er allein, der Dosiker Schwager, ist gewesen allein ein jiddisch Schreiber, David Zwart. Ist in seine Sichreunes, wegen seinem amoligen Schwager, seinen Gradowski, schreibt er also, und ihr kennt sehen den Text für euch, ich lehne vor die erste Schubes. Er ist gewesen ein Niederiker, festgebeuter junger Mann mit einem keilig-dickler und etwas rötlich Gesicht. Was hat euch gesehen, Tom mit ein bisschen herausgerückt vor euch, mit einer verzepperischer, herausruferischer Miene. Es hat gespart von ihm mit verborgener Ambitie und eingehaltenem Impet. Die Dosiker-Beschreibung gibt David Zwart schon nach der Milchome, wie gesagt, und sie wird gedruckt in einem Band, wegen welchem ich will noch ein bisschen später genauer reden, wo es während publiziert ein größerer Teil von Simon Gradowskis Xovim, was er hat angeschrieben in Auschwitzer Lager. Wie ihr versteht, allein hat David Zwart übergelebt, die Milchome, er allein ist euch gewesen in Rattenverband, hat sich umgekehrt seit Meuchel, umgekehrt nach der Milchome Kind Warsche und dort gewesen sehr aktiv bis die Sof 60er Jahren, bis er hat Eule gewesen in Israel. Lassen wir sich umkehren zu Simon Gradowski. Nachdem wie in Sommer 41 befallen die Nazis euch dem Rattenverband und es brecht euch offiziell die Milchome zwischen Russland und die Deutschen, gefindet sich Simon Gradowski wie alle, jeden, was haben gemeint, bis demult zu sein, relativ sicher, euch in Amatze unter nazischer Herrschaft. Das Städtel, wo er hat gelebt, mit seinem Weib Lune, wird Tekev okkupiert und dem 2. November 1941 wird dort vermacht die Ghetto, was die Nazis haben dort geschaffen. Und Simon Gradowski arbeitet in dem Idenrat, in dem Trum von medizinischer Versorgung. Er wird sehr aktiv dort in dem Ghetto und also wie schon Vater Michome bleibt er dort sozial aktiv. Das heißt, er nimmt an in verschiedene organisierte Zusammenkommunischen von Menschen mit ähnlichen Guckwinkeln wie er politisch und die ganze Zeit bis er ist gefangen geworden in der Ghetto, hat er bei MS geprüft, Polen sein
Nesir kein Eretz Yisrael. Er ist, wie gesagt, gewesen als Zionist und bis zum letzten Moment hat er gestrebt, zu kriegen, die nötigen Papiere zu können, verlosen, Europa und Eule zu sein, zusammen mit seinen Sprachen. Das ist ihm nicht gelungen. Ein Heudisch bleibt er sehr, sehr reingetan, Tage in der Arbeit von dem Jidenrat. Dennoch geht er rüber zu anderen Beschäftigungen in der Ghetto. Und mit ein Jahr später, anhalb November 1942, wird die Ghetto vermacht. Und zusammen mit anderen Ghettos von der Arumike Städtlach werden die Jiden weggeführt in Amin Übergangslager, was heißt Kielbassiner Lager. Was befindet sich etliche zentliche Kilometer von Grodno. Dort lebt er eine heutige Zeit, nicht länger. Und anhalb Dezember, dem 5. Dezember genau, wird er weggeschickt mit seinen neunter Mischproche, sein Weib, seine Schwer und Schwieger, zwei Schwestern, sein Mame und ein Schwager, kein Auschwitz. Wo sie kommen alle an dem 8. Dezember 1942. Er wird Tekef Umiad zerscheit von seinen Sprache und er ist der Einzige, was bleibt leben. Eine kurze Zeit nachdem, wie er kommt an in Auschwitzer Lager, wird er selektiert, gedei zu werden, ein Mitglied von der Sonderkommande. Und ob wir gucken ein bisschen auf die Dates, könnt ihr allein verstehen, eine Sache, was ist Begedernes in der Ermessen. Er ist gekommen in Auschwitz on Dezember 42 und warum so Freude, Efter Onheb, Januar 43, wird er Mitglied von der Sonderkommande und er starb wie ein Mitglied von der Sonderkommande in dem Aufstand, was die Sonderkommande organisiert, in Oktober 1944. Das heißt, ob wir machen, agieren, Cheshben, ist er bei MS, Kimat 22 Hadoshim lang, ein Mitglied in der Sonderkommande. Was ist gewöhnt? Sehr, sehr selten, weil gewöhnlich hat man die Sonderkommandemitglieder gebeten, auf einen regulären Öfen, die nicht zu halten, Cholile, kein mögliche Eides. Er ist einer von denen, was haben dort zum längsten ausgehalten und euch gedarft beitragen zu die schreckliche Arbeiten, was die Sonderkommande dort gedarf ausführen. Ich will euch vorlehnen, jetzt ein Auszug von Samuel Gradowskis letzten Brief, welchen er chasmet dem 6. September 1944. Und das ist an Erich Achäudisch Zeit, Eder, er wird zusammen mit anderen Mitgliedern von der Sonderkommande ausführen, bevor er Mamisch einen Aufstand, was man hat lang planiert. Und dem dosigen Brief, Eupersoi, was ist damit der letzte Dokument von dem, was er hat verschrieben mit seiner eigenen Hand und noch bewiesen zu behalten. Dem dosigen Dokument wird man eine Masel gefunden, danke, mit knapp Jahr später. Ich habe einen Tag gleich beim Onheb und ihr seht wieder die markierte Schures seinen Wuchlein. Ich habe es geschrieben, seinen Dick in Sonderkommande. Ich bin gekommen von Kielbassiner Lager, Leben Grodno. Ich habe es wie noch viele andere Schriften meine gewollt losen, für ein Seicher, für der künftige Scholemwelt, welche soll wissen, was da ist vorgekommen. Ich habe es begraben in einer Grube von Asch, als sichersten Platz, wo man wird gewiss groben zu suchen, die Spuren von den Millionen umgekommen. Lieber Gefinner, suchen sollt ihr umetum auf jeden Stickel Platz. Es liegt dort zentlicher meine und anderer Dokumenten begroben,
welche Willen geben ein Licht auf alles, was da ist geschehen und vorgekommen. Euch Zähne liegen viel begraben. Das haben mir die Kommandoarbeiter speziell, wie viel nur möglich ist gewesen, zerschotten auf dem Platz. Die Welt soll gefinnen, lebendige Simonim von den Millionen Getäute. Wir allein hoffen nicht, als wir sollen kennen der Leben, den Moment von Freiheit. Weil trotz die gute Jedies, welche der Griechen zu uns, sehen wir, als die Welt gibt sie die Barbaren eine Möglichkeit, mit der breitsten Hand zu vernichten und ausrotten mit den Wurzeln die Rechtlach von jüdischen Volk. Und er endigt also. Mir die Sonderkommando haben schon von lang gewollt machen, als soft zu unser grausamer, scheuderlicher, gezwungener, durchteut Arbeit. Wir haben gewollt eine größte Sache durchführen. Nur die Lagermenschen, also Atelieden, Russen, Polacken, haben uns mit allen Mitteln verhalten und aufgezwungen, wir sollen abrucken dem Termin von unserer Revolt. Der Tag ist neunt, möglich heint, möglich morgen. Ich schreibe die Schures in Momenten von größten Gefahr und Aufregung. Soll die Zukunft urteilen, Leut meine Schriften, wegen uns und soll die Welt in Seisen ertropfen, am Minimum von der scheuderlichen, tragischen Teutenwelt, in welcher wir haben gelebt. Und ihr seht, dass er Chasmet mit der Dämonung von dem exakten Ort, mit an exakter Date und Achsime auf Hebräisch. Was das der Mond uns in seinen zionistischen Geist, was hat ihm charakterisiert, bis in Samesov. Der Revolt, was er der Mond da in seinem Brief befeiert, ist der Aufstand, was ist zustand gekommen mit der knappen heute später. Und in die letzte Schures könnt ihr äußern, wie schwer es ist gewesen, die Organisation von dem dosigen Aufstand. Und er ist gewesen einer von den Anführers von dem dosigen Aufstand, von den Hauptorganisatoren. Es ist gewesen ein Aufstand, was man hat Avade organisiert mit der Hilfe von dem allgemeinen Untergrund von Auschwitzer Lager, was hat reingenommen, nicht nur Juden und Lerow darf nicht Juden, nur politische Gefangene, Sachkommunisten, zwischen sie Tage Polacken und Russen, Kriegsgefangene. Die Menschen von der Sonderkommande haben gehabt, euch zulieb sehr ein bisschen privilegierterer Stellung Kontakten mit den Preußen. Trotz, sie haben gelebt in sehr starker Isolation. Aber man hat gehabt die Möglichkeit, sich zu verbinden mit Teilen von dem allgemeinen Untergrund und die Sonderkommandemitglieder haben reingeschmuggelt als Sach Munition und Aufreißstoff und also haben sie zum Teil allein gekannt produzieren Waffen und mit die dosige Materialien haben sie das Sof Tage realisiert sehr Aufstand, was hat sich das Sof bekommen wie ein Mini-Aufstand, weil die allgemeine Organisation hat sich der letzte Regel von sie abgesorgt. Ja, das ist eine komplizierte Parsche, ich will nicht da reingehen, da in die Protim, aber in die letzte Schures von seinem Gesegenbrief kennt ihr Herrn Remosim auf die Sichsuchim, was seinen dort vorgekommen im Hintergrund bei der Organisation von dem Aufstand. Der Brief ist vom 6. September 1944, der Aufstand ist vorgekommen dem 7. Oktober 1944 und bei dem dosigen Aufstand, was hat Sachakel gedauert, gezählt, schon ist Salmen Gradowski umgekommen. Noch der Befreiung hat man abgefunden Alpines und mit der Hilfe von verschiedenen Lebengebliebenen und euch mit Assach, BMS, Masel und Zufall nicht wenig von Salmen Gradowskis Manuskripten, was, wie ihr gedenkt, öfter von dem früheren zitierten Paragraph,
haben sich gefunden, Beschäfe. Er hat allein geschrieben und beschrieben, wie viel er allein hat angeschrieben. Und er hat auch der Mond, als er ist nicht gewesen, der Einzige, was hat geschrieben. Und wir reden da spezifisch wegen die Mitglieder von der Sonderkommande. Ich will der Monen zwei nehmen, was seinen auch sehr wichtig in dem Kontext, was seinen jeden wie er, was seinen gewinn in der Sonderkommande und haben nicht nur geschrieben, nur euch Tage behalten, sehr Xovim und die Dosik Xovim seinen zu uns ergangen. Ein anderer Jid mit dem Namen Salmen Leventhal und Leib Langfuss. Und Zerek Sovim sind nicht nur erhalten geblieben und rekonstruiert geworden, auf wie weit es hat sich gelöst, noch sie seinen euch publiziert geworden. Und wir kommen zurück auf eine Rege zu einem von den wenigen leben gebliebenen Kräuvim von Salmen Gradowski, was ich habe früher der Mond, der jüdische Schreiber David Zwart, wollte ich euch gewollt noch einmal vorlehnen, ein Zitat von seinem Sichonis, wo er schreibt und beschreibt die literarische Neigung von Salmen Gradowski. Er ist gewesen ein Mensch, was hat gehabt Ambitions, wie wir haben schon früher gehört, von David Schwarzmoll, und ein Teil von die Dosika Ambitions seinen gewesen befährisch literarische. Und hat schon Vater Milchome geprüft, sich zu realisieren wie ein Schreiber. Er ist gewesen sehr belesen und er hat gehofft, er hat in sich keinem Fall gefühlt, Strebung zum Schreiben, zu einem literarischen Schreiben. Und er hat gehofft, dass mit der Zeit wird er sich der Klettern zu etwas Mamosches in dem Trum. Das hat er nicht bewiesen, Vater Michome, aber seht euch, als die dosige literarische Neigungen und die dosige Strebung haben sich gekannt, Tage realisieren in der schrecklichen Wirklichkeit von dem Hoben. Und seine Xovim, was wir kennen, Heinz und Tocke lehnen, seinen klarer Beweis, Tage, vor dem, was von einer Seite ist gewesen, ein Talent bei ihm, was ist aber euch noch mein Filtos, mein reuer Talent. Und von der zweiten Seite fiel mir klar, wenn wir lehnen seine Xovim, als es hat ihm getrieben, der Drang zum literarischen Ausdruck. Das heißt, als er hat nicht nur gewollt dokumentieren, Leshem Dokumentatie, und er hat sicher nicht nur geschrieben, Leshem sich allein, für ein Tagebuch, wo er verschreibt persönliche Überlebungen und Machshoves kedei sich allein ein bisschen öfter zu vergringern. Nur er hat Tage geschrieben mit einer breiteren Perspektive und breiteren Herzoges. Und nicht nur wahrscheinlich Tage dem Fakt von Dokumentation, nur euch wahrscheinlich dem literarischen Stil. Ich lasse mich euch vorlesen noch ein paar Schures von David Schwarz. Sie freuen es, wo er bezieht sich zu dem dosigen literarischen Talent. Ich lehne da noch ein Sterndl. Als ich hab jetzt übergelehnt, Gradowskis Schilderungen von Auschwitzer Teutenlager, ist sehr Eutor aufgekommen vor meine Augen, wie ein Lebedicker, mit all seinen charakteristischen Tnues und geistige Eigenschaften, wie er soll sich haben in sei verkörpert und schum recht. Sei vermogen in sich sein eingehaltenem, temperamentvollen Impet, sein findige, sentimentalen Schomme und sein heißen Begehr auszuleben sich in schriftlichen Wort. Alle zusammen haben ihm der Meglecht in der Sphäre von unmenschlicher Pein und Misses Meschunes herauszubringen, also beulet dem gespenstigen Koschmar, was trug dem Namen Auschwitz. Jede Schilderung ist ein Genenbild, was darf ewig bleiben in Sikoren von Mensch, kde er soll mehr nicht erlosen zu der Verwandlung von Asa mit Turefdiker Chaye.
Das ist von David Schwarz mal mein ja, Kommentar Lachermeister. Und er hat aufgebracht sehr richtig die bolde Charakteristiken von seinen Gradowskis Schriften von Auschwitzer Lager. Man fühlt in sich, wie ich habe schon gesagt, einen gesäderdicken Willen zu geben dem, was er vielfach schreiben, einen literarischen Lewusch, einen literarischen Charakter. Und eine von den Hashores, was ich persönlich habe, aber andere Forscher haben aufgebracht, dem Aspekt auch in anderen Kontexten, ist, als der Eufen überzulassen, ob es noch sich, was soll sein ausgedrückt, nicht stamm wie eine Notiz oder wie eine Szenke, was man verschreibt auf Gier, nur etwas, was soll Tacke sein, ausgedrückt in einem hecheren Stil, in einer hecheren Form, was der Leib dem Schreiber noch als sich allein zu betrachten wie ein Mensch. Wie ein Mensch mit geistigen Keuches, was wird bis ins Hof nicht zerstört, was geht sich nicht unter und lässt sich da nicht verwandeln in eine Haie, nur was will abhieben, das Schemetzel geistigen Keuch, von welchen er schäbt noch, auf etwas anäufen, dem Willen zu leben. Ich meine, dass wir dürfen sehen, dem dosigen Aspekt in dem Proof, was ist also beulet bei Gradowski, zu gefinnen, geseder das literarischste Wort, gedei zu verzeichnen, das, was ist ihm also wichtig zu verzeichnen. Und er sagt es auf verschiedene Erter, ich will übergeben, das, was ist gewesen, da, durch den Maul von die, was seinen gewesen. Das heißt, es ist ihm sehr wichtig, der Charakter von dem Dokument, von dem historischen Dokument, was er will überlassen. Und er begrobt verschiedene Teile von seinem Xovim auf dem Chetach von Auschwitz in Begleitung von Brief, was er gibt zu jedes Mal, wo er verschreibt Informationen wegen Mischproche in Ausland, zu welcher er bett, man soll sich wenden in der Zukunft, kedei abzugefinden, hat ein Bild von ihm und kedei das dosige Bild zusammen mit Xovim zu veröffentlichen und also auch um zu dermonen, nicht nur in seinen Namen, nur auch in sein Ponem. Aber in die dosige Brief aus seinen Minza Voice, können wir sagen, streicht er euch unter und er tut das euch in die Schriften Gufe, als es ist ihm wichtig zu garantieren, ein Gedenken und euch etwas mehr. Er will verzeichnen die Geurolles von dem Volk, was geht unter und er fehlt, als das Volk geht unter. Und zu dem wird euch also wogig sein Beschluss zu verschreiben. Nur er will die dosige Menschen nicht verschreiben, nur wie Korbones und in seinem letzten Moment von Leben. Und er prüft sie geben, zurückgeben, öfter, das menschliche Ponem, euch durch sein literarischer Form. Jetzt will ich euch ein bisschen erzählen, wie er soll die verschiedenen Texten seinen ergangen zu uns. Und es stecken hinter sehr interessante Meises und sie seien nicht damit bekannt. Wir reden in der Emerson, wenn wir reden wegen Salmen Gradowskis Xovim, wegen zwei größeren Korpussen, was seinen begroben geworden auf verschiedene Erter und was seinen Dergangen zu verschiedenen Menschen, was haben sie Lesov euch gekannt, veröffentlichen. Nach der Befreiung von dem Auschwitzer Lager, was durch den heutigen Gedenktag merken wir, ob die Date, ja, was ist vorgekommen, dem 27. Januar 1945, nach der Befreiung, seinen gekommen von einseits verschiedene Plätim, Lebengebliebene, zurück in die Stochim von Polen. Und es seinen auch zurückgekommen, Lebengebliebene von anderen Lagern. Und in Auschwitz-Gufe haben sich gefunden in der
tägliche, noch mehr kommen die Kufe in die Chadoshim noch Januar 45. Zwei Jiden, was einen geworden sehr relevant, fahren Geure von dem, was wir haben, heint von Simon Gradowski. Das seinen Gewinn, Schleume Dragon, was allein ist gewinn von der Sonderkommande und gekannt persönlich Simon Gradowski. Hat gehabt das Masel überzuleben. Und Chaim Wollnermann, was ist gewinn, Aid, was hat in ganz nicht gehabt, kein Scherz mit Simon Gradowski, nicht gewinn in Auschwitzer Lager, ist gewinn in andere Konzentrationslager. Chaim Wollnermann aber ist zurückgekommen in Auschwitz, weil ist gewinn an Auschwitzer Jid von Vater Michome. Es ist gewinn dort eine jüdische Kehille und ist poschet heimgekommen, kedei zu sehen, was von der Heim ist geblieben und der Iker versteht sich nicht sprechen. Ich will reden heute, darf wegen Schleume Dragonen, was auch so ist gewesen wie Simon Gradowski in der Sonderkommande. Schleume Dragon hat sich umgekehrt in Auschwitz, weil hat gehabt das Schliches. Ist gewesen einer von die Neunte zu Simon Gradowski und hat gewusst, dass Simon Gradowski verschreibt seine Eidesschaft. Und hat gewusst von ihm wegen verschiedener Ärter, wo hat begraben seine Schriften. Und Schleume Dragon kommt zurück auf den Schettach von Auschwitzer Lager, kedei abzufinden, die dosike Schriften, und ist Take Matzliach. Kedei zu machen, eine längere Meise kurz fort, werde ich sagen, was geschieht mit dem dosik Manuskript und was Schleume Dragon beweist, ob zu gefinden, und gefindet das ob mit der Hilfe von russischen Soldaten, was gefinden sich weiter auf dem Schettach. Der Manuskript wird bald übergegeben der russischen Macht, und das ist die Cyberfahrt, was der Dosiker Manuskript befindet sich bis in heutigen Tag in Peterburg, in einem Museum für Militärmedizin, wohin ist vergilgelt geworden, Tage nach der Befreiung und nachdem, wie man hat ihm abgefunden. Das ist der so gerufene Peterburger Xaviat, was enthält oder nimmt herum 160 Seitler, was ein größerer Teil von sie ist beschrieben einseitig, und Lesov hat man öfter 30 Seitler, öfter ein bisschen mehr, was seinen beschrieben, schon beidseitig, man fehlt, als Gradowski wird dringend das verschreiben, öfter ist da winziger Papier und erhebt an Schreiben beidseitig. Der Peterburger Xaviat ist geblieben von nach der Michome bis die frühen 60er Jahren begraben. Zum zweiten Mal begraben in dem Museum in Peterburg, bis ist herausgeschmuggelt geworden auf a Chicago Öfen von Emetzen, kein Polen. Und in Polen, der gerechte Dosiker Xaviat, nicht der Original, nur Kopien von ihm, an ander wichtigen Jiddisch-Tour in dem noch mehr homedicken Polen, was ist Mark Bär, ein wichtiger Jiddischist, Historiker, demolt der Direktor von dem JIH, dem Jiddischen Historischen Institut, was gefindet sich bis heint in Warsche. Und Bär Mark kriegt auf sehr, sehr behaltene Wegen, kann man sagen, die dosike Kopies, und versteht, wie wichtig das ist, und nimmt sich gleich zum Verschreiben, zum Dechiffrieren, und Lesov starb 1966 und hat noch nicht veröffentlicht die Sache. Wer es veröffentlicht, das Ganze ist sein Weib noch sein Tod, und das wird schon veröffentlicht, nachdem wie das Weib hat Eule gewählt, kein Israel, da in Israel. Bermark hat ja bewiesen in die 6 Jahre, was hat gearbeitet über dem Dechiffrieren und dem Zuneufstehen, dem Peterburger Xaviat, zu veröffentlichen Teilen davon.
in dem noch mehr kommunistischen Polen und wir alle wisst, ist das noch mehr kommunistische Polen kommunistisch, was er hat gekannt, veröffentlichen seinen versteht sich zensurierte, stark zensurierte Sticker. Und der größte, zum Teil euch noch als zensurierter Teil, wird veröffentlicht, wie gesagt, schon in 1967 in Israel durch sein Weib. Das ist der Peterburger Manuskript. Von was habe ich also untergestrochen, als Ber Marx dechiffrierte Sticker seinen stark zensurierte, weil Zroff und die Übersetzungen in andere Sprachen, was wir haben, heint, von dem dosigen Peterburger Xaviat, basieren sich auf der Veröffentlichung, was ist zugegräht geworden von Bermarken. Und das heißt, dass eine Sache von den Übersetzungen, was wir haben, heint, in andere Sprachen, enthalten Bläusen. Und für was das ist wichtig oder der Kontext darum, dem wird auch bald werden klarer, wenn ich will, manchmal sein, der Ganzen, die meiste. Der zweite größere Teil von Salmen Gradowskis Xaviaden wird publiziert mit 10 Jahren später in der Emerson, 1977, von Chaim Wollnermann, jenem Auschwitzer Jiden, was ich habe schon in der Mund, was kehrt sich um, kennt Auschwitz nach der Befreiung und er bleibt dort ein Stück Zeit und wird euch gleich aktiv in der neuen Kehille, was baut sich auf in Auschwitz. Und im Sommer 1945 begegnet er ein Polak, was legt ihm vor etwas. Er hat ein Stück Xaviat, was er will ihm verkaufen. Und Wollnermann hat da guckt auf dem, was jener legt vor, was er weist ihm. Und er versteht sehr gierig, das ist sehr wichtiger historischer Material. Das ist ein zweiter Teil von Gradowskis Manuskript, was jener Polak hat seit euch gefunden auf die Stochen von dem befreiten Lager, wohin es einen Tag gekommen, nicht wenig Polaken in der noch mehr kommen, die Kartkufe gedeht zu, nüchtern suchen. Man hat nicht wenig gefunden und nicht wenig hat man, Punkt wie in dem Fall, euch überwiesen zu verkaufen. Wollnermann, Eupersoi, wird ein direkter Eides von Gradowskis Xaviat und er nimmt sich gleich zu der Arbeit. Er versteht, wie gesagt, wie wichtig das ist wie ein Dokument und was ist die Arbeit, zu welcher er nimmt sich. Er kopiert, weil der Xaviat ist in einer relativ zerbrechlichen, lassen wir sagen, Zustand. Er versteht, es ist sehr wichtig zu machen, Kopien davon. Wie macht man Kopien in jenen Jahren? Mit der Hand. Und es weist sich heraus, dass das ist gewesen sehr, sehr ein gesunder Instinkt von Chaim Wollnermann. Weil Wollnermann wird mit einer kurzer Zeit später, und das ist kurz vor seinem Aliye, kein Eretz Yisrael, wird er begann wird in sein polischer Dire in Auschwitz. Und der ganze Xaviat, der originelle Xaviat, was er hat gekauft, wird mit anderen Sachen euch zugegangen wird. Es bleiben nur gezählte Seitlach von dem Original. Aber was es bleibt, ja, ist die Kopie, was er hat bewiesen, zu verschreiben, eigenhändig. Ist Tacke zu seinem größten Masel, hat, bleibt er mit der Kopie. Und auf dem Smach von der Dosiker Kopie, wenn er kommt, kennt Israel und er bemüht sich sehr stark, das herauszugeben, euch mit der Hilfe von Yad Vashem, als Yad Vashem wird schon gegründet. Und er hat nicht kein Masel in Yad Vashem. In Yad Vashem kein will oder bekitzer hilft man ihm nicht mit dem Herausgeben von dem dosigen Dokument und es nimmt noch ein Stück Zeit und noch so 70er Jahren beweist er, das herauszugeben wie eine private Ausgabe, wie eine private Publikation. Und von der Dosiker Publikation stammen die Sichrones von David Zwaren, was ich habe euch vorgelegt. Jetzt werde ich euch vorlehnen
ein paar Stücke von dem Peterburger Manuskript. Und gedacht zu geben, ein bisschen Hintergrund, in Scheiches mit dem Verwuss, ich habe euch beim Online gesagt, als ich bin mit etwas neunt, so der speziell neunt zu seinen Gradowskis Xovim, weil ich erzählen etwas. Mit ein paar Jahren zurück hat sich zu mir gewohnt ein Emetzer von Deutschland, was hat gewollt, sich unternehmen zu veröffentlichen, seinen Gradowskis vollen Korpus in Deutsch. Und das ist gewesen der Anhieb von einer sehr intensiven Arbeit, was hat sich Tage geendigt mit zwei Jahren zurück, mit der Veröffentlichung von dem, was ist heutzutage als die vollste Übersetzung von Gradowskis Xovim. Und die dosige vollste Übersetzung ist Dafke an Übersetzung auf Deutsch. Und eigentlich ist es die erste deutsche Übersetzung nach so vielen Jahren. Man hat mir zugeteilt in jenem Projekt die Aufgabe zu dechiffrieren, dem Peterburger Manuskript von der Sinai. Und Tage dechiffrieren die ihm, habe ich sich gehabt, wie viele Bläusen es seien geblieben bei Bermarken und auch viele in der Publikation, was ist auch schon da in Israel, Tage, der endigt von seinem Weib. Ich will euch später ein bisschen weisen, ein paar Illustrations von dem originellen Xaviat, was ist bis zum heutigen Tag in Peterburg. Und ihr werdet verstehen, öfter ein bisschen besser die Schwierigkeit, was ist verbunden mit Asamin, der Chiffrierung. Teilen von dem Peterburger Manuskript gefinden sich schon wie Kopien auch in Yad Vashem, aber wie gesagt, bleibt weiter der Original in Peterburg und es sieht nicht aus, als in der neuen Zeit wird man dort in Masken sein, das Ariber zu schicken in Israel, wo es wollte Efscherio gewinnen, das passikere Ort vor dem. Der Peterburger Manuskript, das darf man wissen, ist ein Manuskript, was Salmen Gradowskin schreibt, wie Mistome dem ersten Teil von sein Eidesschaft. Und in dem dosigen Xaviat beschreibt er in der Emerson noch nicht seine Arbeit, wie ein Mitglied von der Sonderkommande in Auschwitz und auch nicht das Sterben oder Leben in Auschwitz, nur er beschreibt den Weg in Auschwitz, den Weg von jenem Übergangslager Kielbasin, wo er es gewähnt, auch heute. Und der Iker beschreibt er den Weg mit der Bahn, bis zum Moment, wenn er kommt an. Und der noch euch die erste zwei Tage in Lager. Und ich will euch vorlehnen, ein Stück, was spiegelt ob dem schrecklichen Moment, was wir kennen von der Sache anderer Eidesschaften euch. Aber dort darf mir halten in Sekoren, als er schreibt, das seien die Gedorten, nicht Lachermeiße. Der Moment, wenn die, was kommen an und was werden zerschädigt von seinem Mischproches und begegnen der noch der ersten Selektion, die altgebackene Gefangene, was seinen schon im Lager eine längere Zeit und weißen schon dem MS, die frische Begegnen, die alteingebackene und sie werden konfrontiert mit dem MS. Und sie fragen die, was weißen, was ist mit unserem Spruches? Und jene entfernen sehr, sehr zu der Sache und kein Schumverschönerungen. Und der dosiker Schock bei den Neue ist in der Emerson die erste extreme Konfrontation mit der Neue Realität, in welcher sie seinen hereingefallen. Ich lehne euch vor, da, von die Wörter nur wie gemein. Nur wie gemein, wie verbrecherisch, seien euch die, zu welchen wir reden. Und wie können das Menschen als solche Sadisten sein, zu machen häusig mit älteren, zerbrochenen Menschen? Wie können sie das also leicht und eine Grimasse auf den Ponem entfernen, uns auf der Frage, wo befinden sich jetzt unsere Familien? Sie seien schon im Himmel. Sie hat der Lager auf sie also gewirkt, als sie haben verloren alle menschlichen Gefühle
und gefinnen nicht keine bessere Verweilung, wie Schäppen vergnügen von jenem Spein und Jesurim. Es macht den Eindruck, als sie wollten jetzt persönliche Hand neu gehabt, eräußern aus dem gräusamen, nicht auffassenden Wort, eurem Spoche seinen schön mit dem Feierer weg. Erschreck nimmt allemen herum. Es zittert auf das Herz, Herren, die bläust dem Klang von dem Wort. Deine Familie lebt nicht mehr? Nein, sie ist unmöglich, weil wie kann es eine Wirklichkeit sein, als die Menschen, welche reden da mit uns, sollen euch wie mir mit seiner Familie haben gekommen und seinen allein verblieben, weil jene, die, welche seinen auf die Eutus gefahren, seinen gleich in der Gasovnia weg, was schlingt ein lebedicke Zappeldicke und warft eräus vergliverte Teute. Nein, sie ist nicht möglich. Sie wollten also leicht wegen dem nicht gerät. Sehr Mäul wollt sich öffnen nicht gekannt. Kein Wärter zu dem wollten sie nicht gehabt, weil sie wollten allein auf mehr der Welt schon nicht gewinnen. Da ist geschehen der Schäd im Spiel, welcher begleitet die Gefangene zu dem scheuderlichen Lagerleben. Noch von deswegen losen sie ihre Wärter tiefe Spuren, welche groben sich ein in Harz und Mäuer und weben sich und weben beise schwarze Machschoves. Unser geistiger Säune hat zum Leben aufgewacht. Der Hunger hat genommen peinigen. Und jetzt der Mamesch in die Dosike Schures, wo er hat uns beschrieben, dem oh, schrecklichen Konflikt und dem Moment von Konfrontation mit dem Emes, geht er rüber zu dem Hunger. Was ist gleich von den ersten Momenten in dem Lager und bleibt kimmat aggressorer Säune wie der Nazi, was drückt unter. Und wegen dem Hunger wird er schreiben und wieder schreiben und der Iker wegen dem, was Hunger tut mit einem Mensch. Und der Mensch wird schwach, legabe seinen größten innerlichen Feind. Er lässt dir nicht ruhen. Er lässt dir nicht klären, bis du der ledigst ihm nicht sein Häuf. Man geht essen, die hungrige Menschen. Auf einen Moment erträgst bekommen. Sie haben hat sehr Körper teilweise befriedigt. Man hebt an die Tatuatie. Jeder bekommt seine Nummer. Von dem Moment hast du dein Ich verloren. Dein Mensch ist in eine Nummer verwandelt geworden. Du bist nicht mehr der, was sie einmal gewesen. Du bist heint a gar nicht sorgender, a gar nicht wertiger, beweglicher Nummer. Und noch ein Stickel von demselbigen Peterburger Manuskript. Und da hat sich bloß bewegt a Säuner, welcher ist gekommen auf der Welt ohne a Mame, ohne Taten, ohne Schwester, ohne Brüder, wie a Stein in Lager hereingefallen. Und wenn a Stein ist gefallen in der ist der Unglück nicht groß. Der Treuer hat nicht keinen Platz, erob zu niedern. Die letzte Schures schreibt er, kedei überzugeben das Gefühl, was der Mensch wird in dem Moment, wenn er wird, erob getrieben von der Bahn in Auschwitz und zerschellt mit der Mischproche. Und er bleibt einer allein. Und die dosige Endkeit macht von ihm euch ein Robot. Was das ist euer Motiv, was er beschreibt nicht wenig in seinem Xovim. Emetzer, was bleibt ungefiel, weil er bleibt also allein wie er stehen. Und als ein Mensch wird euch nicht zuziehen, kein Schum Aufmerk oder Mitleid von seinem Arum versteht sich, weil das ganze Arum ist also wie er. Und also starb der Mensch in Auschwitz, also elend und in der Emessen unwürdig sein menschlich Pone. Das ist der Peterburger Manuskript, ein Porschures von ihm. Von Wollnermanns zweiten Manuskript, also zu sagen, wollt ich euch gewollt vorlehnen, erklären, Auszug
Und das ist schon in der Emerson Artikel, in welchem Gradowski beschreibt die Geschehnisse in Auschwitz. Und wir reden da wegen einem Kapitel, was er ruft, die Vereinigung. Was nimmt Arendt Hackel eine Seite? Und es ist dafür ein Kapitel, was Wollnermann hat zu lieb, siebes von seinen uns nicht bekannt, nicht hereingenommen in sein Publikation von 1977. Aber dafür das Blättel mit Wollnermanns Kopie befindet sich in Yad Vashem. Und also haben wir das gekannt, abgefunden. Der MS ist, als wäre es hat abgefunden. Das ist ein junger Bocher von Wollnermanns Mischpoche, was hat mit Jorn zurück publiziert, die erste hebräische Übersetzung von Gradowskis Xaviaden. Und er hat gearbeitet, danke mit seinen Korevs Kopie. Und er ist gegangen, suchen euch Sticker in Yad Vashem. Und dort, alpi Zufall, entdeckt das dosige vergessene und unveröffentlichte Kapitel. Und er hat es reingenommen in der hebräischen Übersetzung und wir haben es reingenommen in der neueren deutschen Übersetzung. Und auch mit dem ist sie auch so fuller im Vergleich mit verschiedenen anderen früheren Übersetzungen in andere Sprachen. Und ich will euch noch vorlesen die markierte Schures. Da spinnt in der Emerson Gradowski, bei MS sehr literarisch Gebäude, Fantasie wegen dem, wie die Menschen, was seinen umgekommen in Zerscheidung, vereinigen sich wieder. Noch sehr teut. Dort unten, auf der verschollenen Erde, hat man sie zerscheid, zerrissen, zerfliegt, hat sie der Barbar. Dort unten, in die Quorim Twisses, sind sie gesessen, dort besonder und ein Herz hat geblutet und gebängt nach dem Zweiten. Dort unten, zu dem Teut gegangen, sind sie besonder, do a Freu, do a Mann, do a Mame, do a Tate, do a Schwester, do a Bruder. Dort unten sind sie geworden zerscheid, zerrissen und zerfliegt. Nur da oben, zu die Wolken, schweben sie jetzt zusammen. Es haben sich vereinigt wieder Mann, Frau und Kind zusammen. Die Mischpoche, die zerfliegte, in die hohen Himmeln schweben und gemeinsam in der Ewigkeit verschwinden sie dort jetzt zusammen. Ein Haschore kann sein, als Wollnermann hat es um Mischne nicht veröffentlicht, weil es ist sehr ein starker Kapitel, ich meine, als ihr Filters und ob in dem Chedek von dem Schmues wird noch aufkommen zu reden, wegen dem kann ich sich besser beziehen zu dem, aber es ist eine Fantasie, wo Salman Gradowski spinnt und öfter hat der dosige Fantasiecharakter mit etwas gestört wollen ermannen. Aber das ist noch eine Haschore. Lesov will ich euch noch kurz geben eine Vorstellung wegen dem Xaviad Gufe, das ist der Peterburger origineller Xaviad. Wir haben da eine Notiz von Salman Gradowski beim Sof von der Heft, wo er beschreibt, von wann er kommt, wie er hat planiert zu begraben und zu behalten die verschiedenen Xovim seine. Und beim Sof seht ihr, als er reist über das Schreiben in Mittensatz. Ja? Da sind die letzten Wörter nur meistens. Das ist noch eine relativ klare Handschrift und gut zu dechiffrieren. Da hat ihr ein bisschen andere Beispiele. Das ist der Adress von Amerikaner Kovim in New York, was er verschreibt euch. Kedeme soll sich zu sich wenden, noch der Michome. Und hat ihr ein Dogme von dem, wie das seht euch heutzutage. Und ihr seht, als seinen da mamisch verblackewete Erter, kimmert abgemeckte ganze Satzen und einmal bis ein Drittel von einer Seite. Und wir haben geprüft,
so viel wie möglich zu rekonstruieren, zu dechiffrieren, auf viele dort, wo es ist kaum zu erkennen. Ich will abschließen noch mit einem Satz, und das ist, als dem Peterburger Xaviat hat Gradowski begleitet mit einem Brief, was er hat gehasmet. Und den Brief habe ich euch zum Teil vorgelehnt und ich habe gesehen, dass er hasmet dort auf Hebräisch seinen Namen Gradowski, ja? Nicht phonetisch wie auf Jiddisch. Wollnermanns Manuskript ist gewesen Onachsime. Und Wollnermann hat noch zufällig sich gehabt, als in dem Xaviat hat Gradowski kodiert seinen Namen. Und er hat das getan, Leute, der Schitte von der Gematrie. Er hat verschrieben, Leute, Ziffern, die äußerst von seinem Namen, Salmen Gradowski, und dort ist die Chsimetake kodiert, phonetisch geschrieben, wie er wollte es geschrieben, auf Jiddisch. Und zu unserem Masel hat Wollnermann gier verstanden, die Kunst, und also darum haben wir die Sicherheit, dass euch der Dosiker Manuskript ist von Salmen Gradowski. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt will ich sich freuen, ob es seinen da Kommentaren oder Fragen. Wir haben erst noch 10 Minuten, ja, Kolje? Ja, Teir Miriam, so. Erst, ja. Herzlichen Dank dir, Miriam. Es ist mamisch gewesen, so tief, interessant, rührendig, bekowedig. Und belehrendig, weil wir dürfen wissen, solche österliche Geschichte, was haben in sich so viel, was bringen so viel Machschowes, was wir haben früher nicht gewusst wegen sei. Dank dir, es ist doch eine Frage von Meyer, ob es du hast es wegen dem Aquarium zu haben sei. Entdeckt, wie er soll, und du hast das geändert. Aber Teire versammelte, ob ihr heute Fragen schreibt oder hebt euch eure elektronische Hand. Wir wollen kennen das sehen und wir wollen kennen euch geben ein Wort. Ihr könnt viele Fragen. Aber wir dürfen das tun bald. Ist der Weile? Ja, ich kann entweder derweil auf eine Frage, was ich sehe da in dem Schmuskessel, aber ob Emetzer hebt auf eine Hand und will reden. Ja, aber du kannst derweil entweder auf eine Frage. Ja, eine Frage ist da, legabe dem von wann er hat genommen Papier und Schreibmaterialien bichlal. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Man darf nicht vergessen, als Gradowski ist fortgewählt von der Sonderkommande und die Sonderkommande hat gelebt, sehr isoliert, nicht zusammen mit allen anderen Gefangenen auf dem Städtag von dem Lager und sie haben gehabt andere Bedingungen. Sie haben gehabt, lassen wir es anrufen, mehr bequeme Betten oder min emesse Betten, bichlal. Und also darum haben sie auch gehabt, Zutritt zu verschiedenen anderen Quetzen, Sachen, wie le Moschel, Papier und Tint oder Bleier. Er hat geschrieben, eine Sache mit Bleier euch. Und das erklärt, für was er hat gekannt, viele haben ein ganzes Heft, ja, in welcher er hat verschrieben, den Peterburger Manuskript. Ich sehe derweil nicht keine Frage. Und es ist ja, ich sehe eine sichere Frage. Und wie soll es nicht sein? Asia, Boruch, sei so gut, gib ein Wort, Asia. Ja, Asia, sei so gut zu sehen, deine Hand. Nur mein Hand. Dank. Miriam, es ist gewesen sehr verhappendig. Mir ist es sehr interessant, das zu hören. Ich will fragen wegen der Craven in Amerika. Du hast sie nicht der Mond. Ich will wissen, ob sie haben gespielt eine Rolle in helfen verantwortlich die Dokumente. Ich habe das nicht gesagt, weil ich weiß nicht. Ich habe euch alles erzählt gemacht. Alles, was ich weiß, habe ich euch erzählt. Die meiste mit den Kräuben ist also, was wir haben befährlich, wie eine Idee ist, als man hat sie Tage abgefunden, Wollnermann ist das gewesen, was hat sich bemüht und
abgesucht, die New Yorker Colvin, und er hat von sie bekommen die Fotografie, die einzige Fotografie, was wir haben heint von Salmen Gradowskis, wo man sieht, ihm zusammen mit seinem Freund, das ist eine Fotografie von öfter so 30er Jahren 1940, öfter, wir wissen das nicht genau, aber wollen man der Mond nicht die dosige Mischproche beim Namen, und wir haben, ich, Lechola Poches, ob nicht gehen, Jedir wegen dem, ich meine, es kein offizielle Protem, die Jedir sein, nicht da, wegen jene spezifische Kräuvin, was haben geschickt die Fotografie und euch nicht wegen andere Kräuvin. Miriam, ja. Hier ist da eine Frage von Freund Milstein, das ist der erste Name, für was wollen die Russen nicht geben keinen Zutritt? Darf man doch fahren zu sehen und sie fragen? Ja. Ich verstehe, Amoyer. Efter, kennst du das besser entfernen auf dem wie ich? Ich bin aufgewachsen zum Teil in einem kommunistischen Land. Ja, aber mir durfte sich, als es hat, Porsche zu tun mit Stolz. Und Stolz ist da umetum. Und Efter kennt man es in dem Fall anrufen, Geive. Oder man versteht dort, dass man hat etwas, was ist ein Unikum. Und öfter will man es Laftafke Arois geben in einem israelischen Archiv. Ich weiß nicht. Ich bin zu Koppens nicht gestanden. Es ist nicht gewesen meine Aufgabe zu sein, verbunden mit den Menschen von dem Archiv. Aber es ist gewesen sehr schwer, sich Bichlal zu verbinden, Bichlal zu kriegen an Entfer von sie, Bichlal zu gefinden, Emetzen, was ist fähig und im Stand zu korrespondieren auf Englisch. Es ist gewesen weg mit mich scheulen. Und der MS ist, als die skanierte Materialien, von welchen ich habe euch gewiesen, ein Teil, was ich vermog sei, habe ich bekommen von Avichai Zur, was ist Wollnermanns Korrev, was die Mischproche dort auf sehr eigenem Barot sich verbunden mit Archiv und gemacht etwas an meinen Geschäften, was hat sie Sof Mesaki gewesen mit Kopies, was man hat sie geschickt von Peterburg. Aber die dosige Kopies befinden sich in BMS bei der Mischproche. Die Mischproche hat das euch noch nicht übergegeben, Yad Vashem. Sie ist auch einfach stapeln in solche Verhandlungen. Es ist auch eine Frage wegen dem Bild, aber wenn man euch verbeten zu dem zu der Treffung hat man ein gewisses Bild von Gradowski mit seinem Weib Sonja, der Fahr hat Miriam nicht gewiesen. Hast du es benimmt, Miriam? Aber es ist, Oipir geht zurück zu der Verbetungsbrief, wird er sicher sein, sehr schön Bild von Gradowski mit seinem Weib. Ja, ich kann es weisen, und ihr seht, das ist Poschet von der Wikipedia. Ja. Das ist, da steht in der Wikipedia, als das ist von Arum 35, seht euch, das ist sicher von so 30er Jahren. Ist Teire Haverim, ob es ist da, also noch ein paar, man muss es dicke Fragen, Mirel, Borch, kannst du geben einen Zutritt zu Mirel Abeles? Sie soll können reden, als sie es verstummt. Borach? Noch als verstummt. Und noch dem Jimmy Halpern. Ich will noch kurz entfernen auf eine Frage, was mir hat geschickt, wegen Gradowskis Eltern, wie alt er ist gewesen in Auschwitz. Es ist nicht klar, sie ist gewesen, geboren geworden in 1908 oder 1910, aber er ist in Auschwitz gewesen in seine Mitten 30er. Ja. Ja, und Mirelle, du kannst jetzt reden. Ihr könnt reden. Ja. Ich habe gewollt fragen wegen seinem Weib. Sie ist übergeblieben? Nein. Sie ist gleich umgebracht geworden, noch eine Ankunft. Ah, weil sie hat, ich habe gemeint, dass sie hat gesagt, etwas, dass Emerson hat gekommen, kein Erz Israel. Später. Nein. Ich habe nur der Mond, als Gradowski Gufe hat gearbeitet auf alle Kelim,
bis der Milchome, kedei Eule zu sein, und ja, es ist ihm nicht gelungen. Auch viele, bis 41 hat er geprüft, aber wenn er ist schon gewesen auf dem Schettach von den Sowjeten, ist es aber dann nicht gewesen, also möglich, ja, zu organisieren an Allie, und Lesov hat keiner von seinen nicht Eule gewesen, nicht bewiesen. Nein, sein Weib ist umgekommen in Auschwitz. Und Jamie, und mit dem wollen wir endigen. Boruch, sie ist verstummt jetzt. Jamie Halpern? Ja, ich bin etwas, ein paar Sachen, ich habe gehört, ich habe nicht das gelernt wegen dem. Also die, die schon gearbeitet in der Sonnenkommande, als auch Menschen trachten wegen sie, also sie sind nicht so ehrlich, also wie Bogdim, ich weiß nicht, Traitos, weil wir so, sie können dem Arbeit ausführen. Das ist, ich weiß nicht, also habe ich gelernt am Morgen. Was ist der, ich verstehe. Das heißt, ob ich verstehe richtig, wollt ihr gewollt wissen, ob ihr bezieht sich zu Gradowskis Xovim, wollt ihr öfter gewollt wissen, wie Gradowski allein fühlt sich und wie er tracht wegen dem, was er tut, und Zidos trägt sich aus in seine Manuskripten. Kann ich legal bei dem sagen, als ja, da und dort ein Chaser der Iber ist weiches, aber von dem Sort, wie wir haben gehört in dem Brief, wo er sagt, die Welt soll uns mischbetten, Leute, meine Xovim. Das heißt, er wie Mistome, als Sach von den Mitgliedern von der Sonderkommande, haben Avade geschleppt auf ihre Plätze, Keseder, Aschwerpeckel. Und sie haben im Ganzen gewusst, dass das, was sie tun, hat sie tun, es gezwungener Hate, ist verbunden mit einer größeren moralischen Avere. Hat nicht selber gehen die Avere. Ja? Aber er hofft und er drückt das aus da und dort, als die zukünftige Welt wird im Mischbetten Leute die Fakten, was er prüft, zu verschreiben. Jetzt der Wimmen hat geguckt, noch der Michome auf die Lebengebliebene von der Sonderkommando. Das ist ein ungewöhnlicher Indien und sehr kompliziert. Man hat, man kann lernen, etwas, ein interessantes Buch wegen dem, was ist Gidon Greifs Kollektion von Interviewen, was er hat gemacht mit die letzte Lebengebliebene von der Sonderkommando, was er hat herausgegeben auf Hebräisch. Und eine Sache öfter noch, was ist Jokedai zu wissen, der Gabe Gradowskin, ist, als er ist geblieben, auf Frumerit bis in Samesov. Und wie hat sich das ausgedrückt? Zum Beispiel, und wegen dem haben wir eine Eidesschaft von einem anderen Mitglied von der Sonderkommande, Janke Freimark, was hat übergelebt und er hat dennoch euch übergegeben Eidesschaften in verschiedenen Ärzten. Das ist da auch wie eine Rekordierung. Ihr kennt es gefunden auf YouTube. Freimark sagt Edes, als Gradowski pflegt noch jeden Transport, was ist verbrennt geworden, sagen Kaddisch. Ja? Das ist auch etwas, was redet von sich. Teure Versammelte, wir dürfen endigen, aber es ist unsere Treffung mit Miriam ist kann sicher gehen weiter und weiter. Wir haben nur was angehoben, den Prozess von Registration auf unserer Arbeiterinklasse, wo Miriam lernt einen Kurs wegen Salman Gradowski und wo sie analysiert seine Texte. Ich sehe da Menschen, die haben sich verschieben auf dem Friedrich Dickensmann. Ihr seid herzlich verbeten. Und Tomer hat er Fragen von Miriam, hat sie übergelost ihr Blitzpostadresse. Und Boruch hat euch nur was geschickt im Chat, die Verbindung zu der Registration. Es ist gewesen rührendig und treuerig und noch einmal uns allem in der Mond, es ist so wichtig zu kennen und gedenken. Und wir danken dich herzlich
fahren kommen und erzählen seltene und nicht so verspreit gewusste Geschichte von Salman Gradovsky und sein Leben und sein Jerusche. Herzlichen Dank, Miriam, herzlichen Dank allen, was ihr seid gekommen. Und großen Dank für die Gelegenheit, Kolja. Ist, aber danke nur auf Simcha Steyre. Und bleibt mir alle gesund. Amen. Ja. Dank. Danke. Freilichen Tubischwat. Ja, und freilichen Tubischwat. Endigen Hoffer dich. Seid gesund. Und das ist danke, ja, symbolisch. Ja, es wachsen neue Bäume und der Wald wird fuller. Seid gesund. Ja, und die letzte Sache, tut mir seid ihr noch als du, ist Sonntag haben wir ja sehr freiliche, interessante, barlerndige Treffen mit Salman Melotikon, was wird erzählen und wegen sein jüdischen Leben, Älteren, jüdische Campen, Volksbühne und singen bis als meiste jüdische Lieder. Ihr seid herzlich verbeten, verschreibt sich. Miriam, herzlichen Dank und wir wollen sich sehen. Bis bald. Ja, danke, Kolje. Bleib gesund. Danke, Borich. Bleib gesund, ja.